Ja, guten Tag, liebe Leute. Hier noch ein kleines Video bzw. Benachrichtigung eines Fehlers, der mir gestern unterlaufen ist. Und zwar hatte ich gesagt, dieses Element wäre ein Ortofon 2M Red. Ist es natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Keine Ahnung. Es ist natürlich ein 2M Silver. Es ist vergleichbar so, wie ich das gelesen habe, zum 2M Red, nur dass hier jetzt Silberspulen verbaut sind im Gegensatz zu den Kupferspulen, die im 2M Red verbunden oder verbaut worden sind. Klanglich will ich da jetzt noch nichts zu sagen. Ich denke mal, dass das auf einem Niveau ist, wenn dieses System, ich denke mal, mit diesem Spieler sogar noch etwas, eine kleine Nuance besser ist. Aber da streiten sich die Geister. Der eine wird sagen ja, der andere wird sagen nein. Das Licht ist wieder schlecht. Das ist so dunkel hier in der Wohnung heute. Man kann ruhig alle Lichter anhaben. Ich weiß es nicht. Es will irgendwie nicht hell werden draußen. Nein, aber das ist vormontiert. Kennt ihr, habe ich ja erzählt gestern. Wie gesagt, 2M Silver. Das Element kostet jetzt irgendwie um die 200 Euro. Ich glaube, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Also irgend sowas in der Richtung. Und dann wisst ihr mal, in was für Regionen man sich bewegt. Und das ist ja noch, sage ich mal, ja, Anfängerbereich will ich es nicht nennen, aber da fängt es so ein bisschen an, interessant zu werden. Wenn ihr dann aufs Blue rübergeht oder Black. Ne, das Blue liegt, glaube ich, jetzt bei. Oder Bronze, wie war das jetzt noch? Blue, Bronze und Black. Dann gehen wir gleich auf die 400 bzw. 600 Euro. Ne? Nur für das Element. Damit ihr mal wisst, in was für Regionen wir uns da bewegen. Ne, da kaufen andere Leute einen kompletten Plattenspieler für das Geld. Aber ja, gut. Ne? Der Sound ist natürlich dann auch dementsprechend gut, wenn man natürlich so ein nobles Element verbaut hat. Da braucht man sich auch nicht drüber unterhalten. Ne? Das ist natürlich einfach so. Und dann wollte ich hier nochmal zeigen mit dem Anti-Skating. Ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen? Dieser kleine Stift da hinten. Ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen? Da. Mit den Rillen drin. Da kann man dann dieses Gewicht verstellen. Und jetzt seht ihr auch den Nylonladen, der durch diese Öse geht. Ne, das ist ein bisschen, ja, das haben die Geräte, die meisten Geräte heute alle so, ne, dass das so verbaut wird, aber ja, nun gut. Aber trotzdem, super Sound und ich bin zufrieden. Gestern schrieb dann auch jemand mit diesem Schraubteller für die Platten oder den Anschraubteller, das wäre ihm zu viel Arbeit, aber weiß ich nicht, das macht es doch gerade aus, dieses, dass man sich richtig mit der Materie beschäftigt und einfach nicht einfach nur wups, Musik an, Musik aus. Nein, das ist genau eben das, was ich vermeiden will. Ich will mich da richtig mit befassen. Ja, und da will ich mir dann auch richtig die Zeit für nehmen. Und nicht immer alles schwupp, wupp, 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 ne? So wie dieses Streaming, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ne? Dadurch kreieren wir wahrscheinlich auch genau das. Ne, dass man 2, 3 Sekunden ins Lied reinhört, ah, oh, gefällt mir nicht, bup, skip, bop, nächstes. Ne, anstatt sich richtig mal hinzusetzen in Ruhe und sich je nachdem eine halbe Stunde wirklich mal intensiv die Platte anzuhören, weil man nicht einfach skippen kann. Ja, kann man schon, man kann schon, aber wäre für mich nicht relevant, aber egal. Ja. Nö, mir macht das nichts, das Gewicht abzuschrauben, das finde ich gerade. Man muss sich eben damit ein bisschen Arbeit machen. Und es ist, weiß ich nicht, gerade heute in dieser Zeit finde ich, wenn man sich intensiv mit einer Geschichte befasst, dass das viel entspannender ist als dieses Ruff, Ruff, Ruff und dieses Zack, Zack und alles schnell. Und nein, es muss entspannend, langsam und das gut Ding will Weile haben. Dieser Spruch ist nicht umsonst. Des Weiteren habe ich gelesen, mit diesen Leuchtdioden, dass da Leute, ah, dieses blöde Blau und dieses Geflacker und was nicht alles, ey. Also, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber da muss auch jeder das selber entscheiden. Mir macht das nicht so viel, ne?
passt gut zu meinen Marantz, weil die Beleuchtung da bei dem Verstärker auch blau ist. Mich stört das überhaupt nicht. Nein, nö. Und wenn man das unbedingt will, ja, dann muss man zusehen, dass man die LEDs da ausbaut. Das geht, da ist von unten Deckel drunter. Dann baut man da entweder gar keine LEDs rein oder sonst was oder keine Ahnung. Ne? Ja, das soll es mal so gewesen sein. Also wie gesagt, kein 2M Red, 2M Silber. Wurde, glaube ich, aber auch nur, wenn ich das richtig gelesen habe, ich bin mir da nicht ganz sicher, also ich bin da kein absoluter Experte, wurden die exklusiv vom Project vertrieben. Wahrscheinlich speziell abgestimmt auf ihre Plattenspieler, wenn ich das mal so vermuten darf. Ne? Aber man hört es ja auch, das klingt, Jungs, unglaublich. Ne? So, schönes Wochenende euch noch und bis demnächst.